So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Schwatzingen im True Farming Projekt. Es geht weiter, meine Lieben. Wir sind beim Herrn Adler eingetroffen. Wir wollen hier ein paar Anhänger zurückgeben. Helmut? Ja. Och, Alter, später. Jo, fahr mal rein, pass auf. Den kleinen Plattformanhänger hier. Mhm. Den nehmen wir wieder mit, da kommen die Fässer da hinten drauf. Mhm. Den Strautmann SCK 802 und hier den Strautmann SCK 802 mit dem Aufbau. Die zwei gehen an den Adler zurück. Na? Hast du da irgendwo einen Stellplatz für? Ja, fahr rein zum Adler, stell sie hinten an die Halle, wo die anderen schon sind. Einfach vor die Glashalle stellen. Na, freilich. Und dann lass mal zum Adler gehen. Ach, so, hallo, Herr Jäger. Hallo, Herr Manus. Ich habe mal eine Frage. Fragen Sie ruhig mal. Brauchen Sie einen Dolly? Ob ich einen Dolly brauche? Ja. Ja. Ich habe da einen abzugeben. Ja, schön. Wieso haben Sie einen Dolly und ich nicht? Ich habe meinen Dolly vor anderthalb Jahren bestellt. Ganz einfach, weil ich meinem Sohnemann aus Sachsen gesagt habe, Kollege, bring mir mal ein paar Fahrzeuge vorbei. Ach nee. Und da wir alles mit einmal vorbeigebracht hat. Ja. Und der hat es aber irgendwie hingekriegt, den Dolly an den LKW zu hängen. Und wo er den hier abgestellt hat, das Gespann, hat das abgehangen. Und jetzt passt es nicht mehr. Jetzt hat sich irgendwas an der Kupplung oder so verzogen. Bei meinem LKW, nicht beim Dolly. Ja, achso, aber der Dolly ist in Ordnung. Der Dolly ist komplett in Ordnung. Können Sie sich den gerne auch angucken. Kommen Sie mal bitte. Ja, den würde ich auf jeden Fall nehmen. Also das ist mal Fakt, Junge. Muss ich mal schnell den Manus anrufen. Es läutet. Ja, hallo? Lieber, hallo. Hallo. Wir hatten davor über den 939 gesprochen. Das ist korrekt, Herr Fieber. Ja, für 310.000. Das war das Angebot. Ja, bestellen Sie einen. Ah, traumhaft. Traumhaft. Da, rufen Sie Alarm, wenn er da ist. Gibt es einen Farbwunsch? Weil wir haben tatsächlich zwei Farben zur Auswahl. Mhm. Das alte und das neue. Das neue ist ein bisschen greller, das sieht ein bisschen flotter aus, ne? Ja, dann nehmen wir das neue. Ja, okay, perfekt. Guti, alles klar, so machen wir's. Ciao. Bis dahin, ciao. So, Herr Jäger, ja, schönes Schmuckstück, würde mir vollkommen reichen. Was sagst du? Das ist das gute Stück. Ja, was willst du haben dafür? Achte glatt, würde ich sagen. Achte glatt. Weil wir haben den immer gut gepflegt. Siehst du auch, der ist sauber. Ist auch, der TÜV ist auch neu drauf. Hat er nochmal gemacht, bevor er hergekommen ist. Hm. Also haben sie erstmal 2 Jahre Ruhe mit dem. Das Problem ist, ich bin ja Händler, wie Sie wissen. Ja, ich weiß. Und das heißt, ich habe Einkaufspreise. Na, dann machen Sie doch mal Gegenangebot. Ja, nee, ich will es ja hier nicht um so einen Dolly brennen, um Gottes Willen. Also, wenn Sie 8.000 möchten, ich... vielleicht könnten wir ja 7 machen. Dann bin ich ungefähr so auf dem Einkaufsniveau, was ich habe. Und dann würde ich Ihren Gebrauchten bevorzugen vor einem neuen. Für fast denselben Preis. Wissen Sie, wie ich meine? Ja, Nummer 7,5. Moment. Helmut? Ach, der fährt da hinten rum. Moment mal ganz kurz, ich bin sofort bei Ihnen, ja? Ja, kein Problem. Jessica, ein anonymer Geschenkgeber hat Jessica. Helmut? Miguel? Ja, warte ganz kurz. Dankeschön, Dankeschön. Vielen, vielen Dank für das Geschenk an Jessica. So, ja? Ja, du. Ja, pass auf. Ich hab die beiden jetzt hinten hingestellt, ja? Jo, dann mach mal den Waldra raus, aus. Draußen auf dem Kundenparkplatz bitte stellen, sonst geht der Adler wieder fest, da fängt er wieder, kriegt er wieder Sand unten rein. Ich wollte den da hinten noch ordentlich hinhaken, weißt du? Nee, ach so, ja, kannst du machen. Ich habe aber eine Aufgabe für dich, ich muss dich jetzt beeilen. Mhm. Jetzt kannst du dich beweisen. Mhm. Ist ganz wichtig. Siehst du, der nach vorne steht? Das ist der Herr Jäger, der hüpft bei dem Fußgerät rum. Mhm. Der will 7,5 für diesen Dolly, der da ist. Ja. Ich will aber nur 7 bezahlen. Und du musst jetzt den besten Preis aushandeln. Ich sag nicht welchen, aber du musst jetzt doch versuchen, da irgendwie was zu handeln. Ich bin gespannt. Ich will einfach mal so schauen, weil ich habe jetzt schon mit ihm gehandelt. Das heißt, es ist schon so ein bisschen gereizt worden, ne, wie beim Skat. Ja. Und ich will mal gucken, ob du das Talent besitzt, noch ein bisschen mehr zu reizen. Ja, also bei 7,5 seid ihr jetzt. 7,5 will er abgeben und ich will aber nur 7 bezahlen. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob du da noch was machen kannst. Ja. Ja, wir gucken mal. Ja komm, Junge, wir haben keine Zeit, hau die Tasten. So, Stuart.
Ja. Wollen wir mal den Adler kurz impfen wegen dem LKW? Ja. Hm. Hast du gerade gesabbert, Alter? Hast du einen Schlaganfall? Ja, weil mir die eine Seite will heute, die andere nicht. Ja, ich merke schon. Ja, die eine macht nach oben, die andere nach unten. Was ist denn da los? Keine Ahnung, ich bin wahrscheinlich dumm eingeschlafen oder so vorher nicht. Ja, lass mich drüber reden. Wo ist denn der Adler jetzt hier? Der Adler muss irgendwo davon rumgammeln. Ja, dann lass uns hier mal voll schwatzen. Ne? Ja, komm, auf geht's. Herr Jäger? Ja? Mein Kollege kommt gleich zu Ihnen, der Herr Jansen. Ja? Ja, der wollte sich nochmal ganz kurz mit Ihnen unterhalten. Ich muss leider das Gespräch hier erstmal abbrechen. Der Herr Jansen macht den Rest. Jo, Tag auch. Ja, hallo. Mit Helmut Jansen. Ja, moin. Ja, und zwar geht's um diesen Dolly hier, oder was? Genau, um den Dolly. Was wollen Sie für haben? Ab 7,5. 7,5. 10 Monate schon dabei, danke für den Support, Digga. Stefan BMW, danke schon ein bisschen dolle, Support, ja. Bruder. Vielen, vielen Dank. Ja, aber also, ich sag mal so, der ist gut gepflegt, der ist noch nicht so alt. Ja, und ja, bevor man in, so eine Mann mit dem hergekommen ist, hat er auch nochmal TÜV gemacht. Also 2 Jahre haben sie erstmal Ruhe mit dem. Ja, keine Frage, das will ich ja auch nicht außer Acht lassen. Aber hier hinten sind kleine Gebrauchsspuren zu sehen, ne? Hier immer, wo der Königszapfen dann so bis hinten reinrutscht, ja. Der macht einen auf Gebrauchsspuren. Na ja, gut, die sind ja normal, also, ja klar. Ja, das, also, der ist ja jetzt auch nicht mehr ganz neu. Und ja, bei den Reifen sollten wir vielleicht auch mal drüber nachdenken. Der hier hat schon ein paar kleine Risse. Ist bei Trelleborg auch nichts Unbekanntes hier an den Stollen, ne? Also, ich weiß nicht. Also auf 7,5 kommen wir keine, das wird nichts. Na ja, dann machen sie doch mal ein Gegenangebot. Mit mir kann man ja handeln. Machen wir 6,7. Ja. Da haben wir neue Reifen, machen wir drauf. Da müssen wir noch mal ein bisschen gucken. Ja, und wie gesagt, ein bisschen was hat er ja nur auch schon gemacht. Also, aber die Reifen, die müssen auf jeden Fall neu werden. Ja, da geht ganz schön. Der Herr Manus war aber schon bei 7. Also er hat ja schon 7 geboten. Aber ich weiß nicht, ob mein Chef auch das mit den Reifen hier gesehen hat. Und wie gesagt, hier hinten die Kratzer, die sind auch nicht ohne. Ja, gut, ja. Nicht schlecht. Sag mal, kann 7, man nicht 3. sagen. Nicht schlecht, oder? Der Junge ist nicht schlecht. Nee. Übrigens ganz neu im Team. Wie gesagt, die Reifen, beworben. Das wird so nicht. Und beide, Trelleborg Jäger ist bekannt dafür, dass man da schnell neue Reifen draufziehen müssen. Weil die Stollen, die sind ganz einfach in der Herstellung, muss da ein Fehler entstanden sein. Ja, da können Sie nichts für, da können wir auch nichts für, aber wir bleiben ja letztendlich doch auf den Kosten sitzen. Machen wir 6,8. 6,850, dann ist aber auch Feierabend. 7,2. Naja, das wird so nix. Wie gesagt. Können Sie denn nicht noch ein bisschen entgegenkommen? Na dann aber 6,9, letztes Angebot. Und dann haben Sie keine Sorgen mehr, Sie sind das Ding los, wir nehmen den. Sie sind sorgenfrei, wir melden den ab, wir melden den um. Sie brauchen sich um nichts kümmern. Aber dann 6,9, da müssen wir uns da jetzt auch treffen, höher kann ich nicht gehen. Komm, mach mal 7 glatt, Hand drauf und ich kümmere mich dann noch um. Ich kümmere mich um die Reifen. 6,59. Unbedingt unter 7. Komm, da ja, mal drauf. Mach mal 6,59. Alles klar. Ja. Jawohl. Da muss ich mal kurz meinen Chef holen, nee, der wollte hier oben rumlassen. Da steht doch nicht schlecht, Bruder. Und. Ich bin blind. Mensch, jetzt geht noch. Stuart, hä? Was ist Miguel? Los? Ja, Helmut? Ja. 6,59, was sagst du denn dazu? 6,59? Ja. Ich hab doch schon gesagt, dass ich 7 zahlen würde. Wie hast du denn das hingekriegt? Ja, die Reifen, hast du das nicht gesehen? Hier unten, gucke mal. Ja, ja. Na, hier bei den untersten Stollen, wo jetzt aufliegt. Ah. Ja, da sind zwei richtig eingerissen. Schöne Risse. Ja, eingerissen, ja. Sehe ich. Ja, durch das Walken, ja, wenn zu wenig Luftdruck drauf ist. Ah, ja, der ist wahrscheinlich mit zu wenig Luft und zu wenig Last gefahren. Zu viel Last, ne? Zu viel Last und zu wenig Luft, ja. Ja. Ja, und hier hinten waren so ein paar Kratzer, hier weißt du immer, wo das habe ich gar nicht gesehen, ey, dass du das gesehen hast mit den Reifen, das hat uns ja, hätten wir ja... Ja, ja, das... Ja. Ich hoffe, 6,59 ist okay für Sie, Herr Jäger. Ja, und ich habe ja zugestimmt, sonst hätte er Ihnen das jetzt nicht gesagt. Perfekt. Ja. Nee, dann würde ich Ihnen das Geld überweisen, Herr Jäger. Ja. Mach mal so. Wo sind Sie denn, Herr Jäger, überhaupt? Ich bin bei der Stadt angestellt. Ach, Sie an. Wer ist das nicht? Ja. So, 6,59. Oh, Herr Jäger, bitteschön. Dankeschön. Ah? Freue ich mich. Ja. Ich denn los.
Dankeschön. Also wie gesagt, danke für das, für den Dolly. Den können wir echt dringend gebrauchen. Und Helmut, muss sagen, gut ab. Hast du gut gemacht. Oh, danke. Ah, gibt ein Pluspünktchen im Firmenkonto. Das ist gut, ja. Sehr schön. Soll ich ihn denn auf den Hof stellen? Oh, wenn sie es machen würden, ja. Wenn nicht, können wir auch mit zurück, wie sie möchten. Ich hab ihn gerade hinten am Traktor dran. Wenn sie vorbeifahren, stellen sie ihn auf den Hof. Perfekt. Aber passen sie auf, da ist einer, der heißt Rainer. Der ist ein bisschen außer Kontrolle. Müssen sie ein bisschen aufpassen. Der braucht 1 Kilometer Sicherheitsabstand um sich rum. Das kann nur reiner Zufall sein. Ja. Aber so wird's. Danke Ihnen, Herr Jäger, ne? Ja. Alles klar. Tschüss. Ciao. So, los, wir knopfen uns den Adler vor, der steht da hinten. Was? Der pennt schon wieder, das gibt's ja gar nicht. Hey, Stuart! Au! Sau, mal direkt einen auf die Wange. Au! Sauber, Helmut. Ja, Stuart, sag mal, du kannst nicht immer im Stehen bleiben. Was machst du in der Nacht, Mann? Oh, weißt du, ich war in der Nacht wieder auf komischen Seiten. Da gab es so eine Seite, die heißt Kornhub. Kornhub? Meine Güte, ey, du kannst ja doch nicht immer auf irgendwelche landwirtschaftlichen Sachen eingeben. Vor allem nicht die ganze Nacht. So, ja, arbeiten. Das Ding ist ja wundfrüh. Stuart. Es tut mir leid. Ja, komm freilich, komm, jetzt gehen wir erstmal. Jetzt kannst du ja groß, kannst am Adler rauslassen. Ich wollte dir nur meine Hilfe anbieten. So. Na gut, das macht er aber unter euch aus, ne? Wo ist denn der Adler schon wieder? Na, der steht hier. Ach, hier, komm, in der Werkstatt. Gut, sehr gut. Ich breche zusammen auch nicht den Adler jetzt. So, Stuart, jetzt muss er aber wirklich nochmal hart sein. Jetzt müssen wir den mal die Kufe lenken hier, das nützt ja nichts. Miguel, ist der nicht in der Halle da? Ist der das? Ich kenne den ja nicht. Nee, hier rechts, der ich weiß nicht, warte mal, der stand schon wieder an den Spind da. Der stand schon wieder durcheinander. Komm, Stuart, los. Stuart, jetzt sag doch mal ein bisschen Eier. Ja. Tag auch. Hallo. Adler. Hallo. Ja. So, Kollege. Jetzt müssen wir mal ein ernstes Wort reden. Erstmal, wir haben zwei Vorführanhänger zurückgebracht. Die gehen zurück. Also die waren unbenutzt. Die waren wirklich nur als Ausstellungsstück. Aber wir müssen den Hof ein bisschen leerer kriegen. Die gehen zurück, ne? Ja. Okay, pass auf. Ich hätte eine Bestellung noch, bitte. Und zwar an den Fendt 939 Vario. Für wen? Kannst du mir den ordern fürs Lohnunternehmen? Mhm, kann ich machen. Standardreifen, alles, die schöne helle Farbe und ja, Fendt 939 Vario. Also Fendt Major Green. Moment, was? Nee, oder wie? Warte. Fendt. Ne, das hellere von beiden. Das ist Major Green. Ja, das genau. Okay. Ja, so sieht's aus. Hast du? Ja, da haben sie schon mal erlebt, dass sie irgendwo hingehen und deinen Traktor sofort mitnehmen können. Nein, ob du das notiert hast? Ja, das habe ich. Ach so, perfekt. Okay. Gut, sag's halt Bescheid, wenn er da ist, ne? Ja, mache ich. Okay, dann mal noch eine andere Frage. Wie sieht denn das aus hier? Ich habe einen in der Firma, der will ein Motor-Upgrade. Mhm, erzählen Sie mal. Von 1046 auf 1050. Was hat er zu Ihnen gesagt? Er hat mich gefragt, ob ich da ein Motor-Upgrade machen kann, aber irgendwie hatte ich so ein Klingeln im Ohr, dass das nicht so gut ist. Also, dass irgendwie mit den 1050 gibt es wohl Probleme beim Herrn Adler. Sehr schön, ja. Ja. Genau. Und du weißt ja, ne? Ich bin ja immer fair. Kann man ja nicht von jedem behaupten hier, dass er immer fair ist. Das ist so. Nein, das sehe ich in der Regel eher nicht gerne, dass so etwas gemacht wird. Okay, also was jetzt? Kein Motor-Upgrade? Nein. Okay, also 1050 nur der Adler? Ja. Ja, okay, gut, ja, sag ich ihm. Dann gibt's noch was. Ja. Ja, wenn wir dich hier mal kurz in den Spind verpacken sollen, musst du es nur sagen, ne? Denke ich nicht. So, jetzt muss ich schnell den Herrn Adler noch anrufen. Geht ratzfatz hier, da hast du einen Knoten in Arm und Bein und dann steckst du da drinne. Denke ich mal. Deswegen sind wir auch zu dritt da. Dein Telefon klingelt. Mach mal laut. Geh nicht dran. Mach mal laut, ich will mithören. Nein, geh ich nicht dran. Gehst nicht ran? Nein. Hi, Ivan. Ja, dann pass auf. Adler. Ja. Willst du mich verarschen? So. Ja, wir arbeiten doch immer, wir haben da immer fair zusammengearbeitet. Ich war da immer ehrlich zu dir. Ja.
Ja, sogar jetzt noch. Jetzt noch, nachdem du mich abgeschissen hast. Zweimal abgeschissen hast. So. Wieso zweimal? Ja, weil du mich zweimal abgerollt hast mit der Kohle. Von wegen was? Ich habe immer brav alles ausgelöst. Immer zack und hier ja, und da. Sag, immer was du willst. Ja, mein Geld! Was für Geld? Ja, mein Geld. Einmal den Anhänger, da hast du mich schon das erste Mal beschissen gehabt. So, da hast du mir dann den Rest noch überwiesen und jetzt hast du mich bei den MAN schon wieder beschissen. Ich hab doch gesehen, was auf meinem Konto eingegangen ist. MAN? Ja, für den Export. Wie viel hast du gekriegt dafür? Port ist schon so lange her, das weiß ich gar nicht mehr. Ach, das weißt du nicht mehr. Deswegen sind wir zu dritt hier, um dir notfalls auf die Sprünge zu helfen. Genau. Da kann ich ja den Jansen nehmen und den Stuart damit verhauen. Ja, so langsam wird das ja kein Lachs lecken mehr, ja? Genau. Jemand deine Hand mich verhauen. Hat ja jetzt gesagt, Lädst du erstmal einen auf? Lädst du erstmal einen auf? Ja. Ja, also, Herr Fendt, was ist das? Ein Haufen Plastik in der Kabine oder was? Wer Fendt fährt, führt. Ach. Wer Holmer fährt, verliert. Grün-Gelb regiert die Welt. So, ja, gibt's die Kohle jetzt. Kannst du dich wieder erinnern, leicht? Langsam kommt's wieder, dämmert's? Wie viel der vielleicht mal. Nicht? Nein, ohne Scheiß, aber wie viel waren es? Dann kann ich es dir geben. Weiß ich nicht, du hast mir 135.000 überwiesen. Ah, das war das, ja, das gab 146.000. Dann kriegst du den Rest noch zurück. Ach so, also 11.000 geprellt. Ist ja natürlich mal auf ganz entspannt, oder? Ja, merkst du auch noch früh. Okay, Stuart. Es wird Zeit für eine Ordnungsschelle. Du musst das erledigen. Herr Adler? Ja. Warum sind Sie so? Warum bin ich wieso so? Brennt Ihnen die vor Haut? Nein, überhaupt nicht. Mann. So, ruf mal den Herrn Manus mal an. Oh, nee. Herr Manus, Ihr Telefon. Ja, ich hör's. Ja! Herr Manus? Ja. Kurze Frage, wann reist denn der nächste Zug ein? Das ist eine gute Frage, kann ich Ihnen gar nicht so genau sagen. Ja, können Sie doch mal kurz Bescheid sagen, wann der nächste Zug einfährt? Ja, was wollen Sie machen? Wollen Sie irgendwas mit dem Zug wegfahren, oder? Nee, ein Zug soll einkommen. Okay, ja. Weil, ne? Der eine ist gerade mit dem Zug weggefahren, aus Versehen. Verstehe ich. Gut, ich sag Bescheid, wenn der nächste Zug einfährt. Okay, circa in 3 Minuten. Okay. Habe ich gerade gesehen hier auf meiner Bahn-App. Vielen Dank. Ja, eine Frage, und zwar, pass auf, der Fendt ist bestellt, ne? Ja. Wissen Sie davon? Ja, ich weiß davon. Von des Lohnunternehmen. Können Sie mir das Geld bitte überweisen, dass ich den auslösen kann? Das ist eine ziemlich hohe Summe. Wie viel ist das? 310.000 wurde da gesagt. 310.000, genau, habe ich auch in Erinnerung. Genau. An Sie. Ja? An Sie? Ja, ich höre. Ich höre. Hof. Hallo? Hallo? Ja. Sachsen? Ja. Ja. Ich höre Sie. Das Geld soll an Ihre Konto, ne? Ja. Gut, das wollte ich nochmal hören. Ja, das ist nett. Ja. 910. Ja. Überweisen. Ja. Ja. Angekommen? Hoffentlich. Perfekt. Die App hat geklingelt, Sparkasse on point. Geld ist gut. Da. Dankeschön. Gut, wie gesagt, der Zug kommt dann in 3 Minuten circa, oder? Ja, jetzt nur noch in 2. Gut. Tschüss. Tschüss. So, gut. Stuart, hast du es klärt mit Adler? Was willst du da klären? Komm mal her hier, komm mal her. Was denn? Du kannst dich doch von dem Adler nicht immer hier runterbuttern lassen. Ja, was soll ich denn machen? Soll ich den einen über den drüber hauen? Ja, ist hier, ist gleich hier. Ja klar, dann sperrt er mich noch ein. Ich war boxen hier auseinander. Ja, der muss mal aus der Rüstung geschlagen werden, wenn der immer so frech ist. Guck mal, der steht schon hinten an der. Guck mal, der steht hinter der Ständerbohrmaschine. Ja, wenn ich den jetzt. Tschüss. Guck dir den nochmal an, wie der läuft. Der läuft doch über den Stock im Arsch. Der drückt. Den müssen wir mit dem Kopf mal unter die Ständerbohrmaschine. Der zieht LKWs bei DSF, der Idiot. Ich dachte, es war seine Mutter. So. Hattet ihr das Geld gegeben jetzt eigentlich? Ja, das Geld ist überwiesen. Adler?
Oh, bei Herrn Fuhrmann löst sich ein Schuss in die Luft. Bitte gehen Sie umgehend rein, laufen Sie sich draußen rum. Lebensgefahr. Weil er hat ja in die Luft geschossen, hat jetzt Angst, dass er wieder runterkommt und einen erschießt, oder was? Meint ihr das jetzt ernst? Denke nicht. Es hat sich ein Schuss in die Luft gelöst und wir sollen jetzt alle reingehen? Keine Ahnung, der hat wahrscheinlich was getrunken, oder? Muss groß, ey. Guck mal, ja. Beat? Bert, ja? Ja, ich würde den Feld gleich überweisen. Ja. Bist du soweit? Ja. Boah, weh, der sagt nur ein Wort falsch, das ist auch wieder raus. Ich wollte doch schon aus der Karre ziehen. So. Okay, Geld ist angekommen. Ja. Alles klärchen. Wie gesagt, LU, ne? Ja. Differenz bitte ausgleichen auch. Ja. 310.000 war der VK. Ja. Ey, nicht der Mann der großen Worte, ne? Ist alles gut da drin? Alles ja. Wunderbar. Ja. 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 Macht der jetzt Mittag oder was? Ich weiß nicht, ob er sich seine 5-Minuten-Terrine jetzt warm macht mit der Karre. Ah, jetzt müssen auch die Würstchen warm werden, siehst du das? Ja. Einmal kurz den Motor warm fahren und dann. Ja, dann fährt er dahin, ne? Lass ne. Reisende soll man doch nicht aufhalten, hab ich mal gehört. Nee. Boah, ne, wenn ich den nochmal, wenn der nochmal so ein Ding bringt, ne? Also ich schwör's euch, dann prügel ich den die Scheiße aus dem Leib. Ey, pass mal auf, du Lappen, ne? Da drin ja, ich dann kann neben den, noch, den, da stehst du 10 Meter weit weg. Ich ja, kann wie so, den, aber wie das so ein Problem Schisser. Ist, ich kann den nicht verkloppen einfach. Das Problem ja, aber du ist, kannst kann ja den nicht öffentlich verkloppen. Auf einen Meter rangehen und schon mal wie so ein Löwe ins Gesicht schnurren. Ich kann ihm mal ins Gesicht 10 Meter pupsen. Daneben und kaum fällt er vom Hof. Oh ja, das nächste Mal. Ja, ich kann ihn hinterher rennen und aus dem Wagen ziehen. Ach Mann, ey. Nee. So, guck mal, der weiß doch gar nicht, wo die Straße lang geht. Was macht der überhaupt? Jetzt steht er davon, also der die Mulde abstellt. So, pass auf. Was wir ist eigentlich für ein Bumsbus da? Wo? Das, wo die der schwarze Fritz Karre, ja? Ja, das ist wirklich, sieht ein bisschen ulkig aus, oder? Hätte ich so auch nicht gekauft. Aber gut, muss jeder selber wissen. Pass auf, wir müssen die Dings hinten aufladen mit der Freisichthaube. Oh. Der Fendt. Ne? Die Container. Deut. Die Container hinten aufladen. Brauchen wir dringend am Hof, dass wir endlich mit der Feldbearbeitung weitermachen können. Das ist wichtig. Mhm. Okay. Ach, Felder hast du auch? Ja, natürlich, gegenüber das Feld, das will ich gerade bearbeiten. Ja, da kann ich dir helfen, also. Ich will auch so einiges bearbeiten. Ja. So, na, auf geht's, los. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, meine lieben Freunde. Lasst das Däumchen da und, ja, in ein paar Stunden kommt schon die nächste Folge. Bis dahin. Übrigens, nicht wundern, das war jetzt die 99. Folge. Also, haut nochmal krass rein mit dem Support, jetzt wollen wir nochmal richtig Daumen sehen. Es kommt nicht die 100. Folge, die kommt am Sonntag. Also Sonntag wird es die 100. Folge geben, hat einen bestimmten Grund. Heute kommen aber auch noch ein oder zwei Folgen, 99, 1 und 2. Tut uns sehr leid, aber ist halt blöd aufgegangen, aber wir würden halt gerne Sonntag die 100. Folge bringen, okay? Also, easy going. In diesem Sinne, wir sind erstmal raus. Bis dann, tschüss.